Heute sind wir bei der Regel Ball in Ruhe bewegt. Häufig kommt es vor, dass man beim Probeschwung den Ball leicht mit der Spitze trifft und der Ball dadurch nach vorne weggespitzelt wird. Viele sind der Meinung, dass das ein Schlag war. Nein, ist es natürlich nicht. Ein Schlag ist es dann, wenn ich die Absicht habe, den Ball zu schlagen, sprich, ich spreche den Ball an und versuche ihn dann auch wirklich zu treffen. Beim Probeschwung hatte ich nie die Absicht, den Ball zu schlagen, somit gilt es als Ball in Ruhe bewegt. Dafür bekomme ich einen Strafschlag. Ich muss aber den Ball zurücklegen, ganz wichtig. Sollte ich ihn von da vorne weiterspielen, bekomme ich einen weiteren Strafschlag, weil ich von der falschen Stelle auch noch weiterspiele. Also ganz wichtig, den Ball wiederholen und ihn dann zurücklegen. Genau an die gleiche Stelle. Ein kleiner Tipp für Sie, achten Sie immer darauf, wenn Sie Probeschwünge machen, stehen Sie weiter weg. Somit werden Sie den Ball auch nie im Probeschwung treffen. Viel Spaß auf der nächsten Runde.